Ist es jetzt zum Lachen oder zum Weinen? Ich weiß es noch nicht so genau. Die Pandemie oder die Plandemie ist jetzt zu Ende, wurde gesagt in der Politik. Wow, was für ein Ereignis, oder? Aber es gibt einen teuflischen Plan und mit dem möchte ich heute über euch sprechen. Deswegen ist es wichtig, dass du jetzt hier bist. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal und ich habe dieses schöne Buch geschrieben, Das kosmische Wissen von den Plejaden. Wenn du dich dafür interessierst, darfst du gerne unten den Link anschauen. Ich klicke es jetzt mal hierher. Also, ja, diese Plandemie, erst wurde sie geplant, dass sie kommt, dann wird geplant, dass sie zu Ende ist. Wow, was für eine große Planung steckt denn da dahinter? Ja, und tatsächlich geht es heute auch um die Planung. Da werde ich nachher drauf kommen. Was jetzt erstmal wichtig für uns ist, es ist tatsächlich ja, die Pandemie nicht mehr offiziell in Deutschland jetzt endlich auch bestätigt, dass sie zu Ende ist, wobei andere Länder ja da schon viel früher das gemerkt haben, ihr Lieben. Es ist unglaublich, es ist wirklich, wirklich unglaublich. Und letztendlich ja. Gott sei Dank haben wir ja ein bisschen mehr von unserer Freiheit wieder, ihr Lieben. Ja, und mit dem Plan, mit dem Planen, dieser teuflische Plan, was ich euch noch sagen wollte, ich habe heute eine, sag ich mal, eine sehr auffällige Überschrift in meinem Video verwendet und ich möchte euch damit keine Angst machen. Ich möchte euch einfach aufwecken oder die Menschen aufwecken, die es noch nicht verstehen, dass die sehen, um was es eigentlich geht bei uns. Und letztendlich dient es ja dazu, dass wir alle zusammen für das Licht einstehen und das Licht helfen zu vergrößern. Das ist der Sinn da dahinter. Ja, jetzt zu dem Plan endlich. Bevor das mit dem Corona begann, wurde ja ein Test durchgeführt, eine Simulation, wie es ist, wenn ein Virus die Welt bevölkert, sozusagen befällt und was da zu tun ist, welche Maßnahmen erforderlich sind und die Impfstoffe und all diese Dinge. Das wurde vorher getestet. Das war, glaube ich, 2019. Und jetzt, ihr Lieben, im Oktober diesen Jahres, 2022, war schon wieder so eine Simulation. Und das ist das Thema, wo ich jetzt gerne drauf eingehen möchte. Man hat getestet mit einem anderen Virus, der viel schlimmer sein soll, der höhere Todeszahlen, immens höhere Todeszahlen hervorrufen soll und solche Dinge. Also eine Simulation wurde durchgeführt. Und Bill Gates selbst hat auch in dieser Simulation gesagt, wie dieses Virus heißen soll. Ich zeige es euch gleich und auch, wo es auf der Erde eben sein soll und wann, wo es ausbrechen soll und den Zeitpunkt. Und ihr wisst vielleicht die Kabale. Sie haben so eine Technik, dass sie diese Dinge, die sie machen werden, uns vorhersagen, damit sie dann sagen können, ja, wir haben es euch doch gesagt, warum habt ihr nichts dagegen gemacht? Um sich vom Karma zu lösen oder nicht ins Karma, ins schlechte Karma zu kommen. Ich stelle das jetzt nur mal so hier in den Raum und ihr könnt euch ja eure Gedanken darüber machen. Und jetzt würde ich gerne mal euch zeigen, es geht also um diese Simulation, die können wir uns mal zusammen anschauen. Hier haben wir also dieses Video, was ich jetzt mal anmachen werde. Da seht ihr also diese. Officials in two Latin American countries In den Nachrichten war es auch sogar. Und hier haben wir den Namen. Also das sind diese fünf englischen Namen und man kürzt sie ab. Man nimmt dann nur die Anfangsbuchstaben mit SEERS, also SEERS würde dieser Virus heißen, der da kommen soll. Und zwar 2025, seht ihr auch schon unten. Ach nee, das sieht man jetzt nicht.
Aber 2025 soll er kommen. Ich mache jetzt mal weiter im Video. Und hier seht ihr die Länder, wo also dieses Virus ausbrechen soll. Das ist in dieser Simulation, ja, wohlgemerkt. Das ist nicht Fakt, in Anführungsstrichen. Also in diesen beiden Ländern soll es ausbrechen. Und hier, das ist auch sehr interessant, man hat also diese beiden, dieses Nueva Esperanza Casas genommen, das ist die rote Linie, da bricht es enorm stark aus, und das andere ist dann San Rafael Cases, diese gelbe Linie, da ist es nicht so sehr schlimm. Also man hat also gesehen, innerhalb 7 Tagen ist dieser Anstieg, also innerhalb der 1, 2, 3 am 4. Tag, und dann steigt es an, unaufhaltsam. So dehnen ihre Simulation sozusagen. Auch das ist eine Simulation, wie man also das probt in Krankenhäusern und so. Und hier seht ihr Leute, die daran beteiligt waren, die also alle möglichen Punkte besprechen, was auftreten kann bei so einer großen Pandemie. Also das geht dann jetzt die ganze Zeit so weiter in diesem Video. Genau. So, jetzt gehe ich mal wieder zurück ins volle Bild. Ihr Lieben, eine Simulation, um zu proben, was geschieht, wenn das tatsächlich eintritt, 2025, dieses SARS. Ob es wirklich so ist, sein wird, weiß man nicht. Ob es wirklich genau an dem Jahr sein wird, weiß man auch nicht. Man weiß eigentlich gar nichts, aber es ist ein komisches Indiz, weil ja das mit dem Virus auch schon so simuliert wurde. Das lässt uns aufhorchen, und der Bill Gates hat das halt so gesagt. Aber meine Frage jetzt an euch ist, was meint ihr, wie werden wir oder uns wir alle darauf reagieren? Haben wir eigentlich was gelernt? Haben wir aus diesen letzten 2, 3 Jahren etwas gelernt? Oder haben wir nichts gelernt? Werden wieder ganz viele Menschen sich impfen lassen? Oder hat man durch die vielen Zeitungsberichte oder was man so lesen kann, hat man da vielleicht eine Meinung, dass man sagt, dieses Mal nicht? Keine Ahnung. Also was, und das interessiert mich sehr, was meint ihr? Schreibt mir das bitte unter das Video in die Bemerkungen. Haben wir Menschen aus dieser Situation der letzten 3 Jahre etwas gelernt? Wie werden wir darauf reagieren? Denn, und das ist der Punkt, es wird nur so geschehen, wie wir reagieren. Wenn wir ganz cool bleiben und dem nicht die volle Aufmerksamkeit geben, dann wird auch nicht viel passieren. Denn ihr kennt vielleicht die göttlichen Gesetze der Resonanz. Den Dingen, denen ich Aufmerksamkeit gebe, werden wichtig und stark. Den Dingen, die ich keine Aufmerksamkeit gebe, die beachtet man nicht mehr, die haben keine Wirksamkeit. Und das ist genau der Punkt. Wenn die Menschen gelernt haben, sich von solchen Dingen nicht mehr beeinflussen zu lassen, dann wäre das ganz einfach und ganz schnell wieder weg, so eine Situation. Und das möchte ich euch einfach auch ans Herz legen. Und ich weiß ja, dass hier auf diesem Kanal die Menschen genau wissen, woran sie sind, was zu tun ist. Das ist eben dieser Unterschied zu den Menschen, die noch nicht so sehr erwacht sind, die noch zu kämpfen haben mit dieser großen Angstmacherei. Denn so wie da in der Simulation gezeigt wird, findet sicher wieder eine sehr große Angstmacherei statt, wenn es denn tatsächlich dazu kommt. Ich finde, es ist wichtig, dass man darüber Bescheid weiß. Und jetzt ist ja jetzt, bis es dorthin, wenn es tatsächlich 2025 wäre, also ich sage mal einfach so in 2, 3 Jahren, die nächste Frage an euch, kann es sein, dass die Menschen vergessen haben, wie schlimm das war mit der Manipulation, mit der Angstmacherei? Könnte es sein, dass wir das vergessen? Und dass wir dann wieder ganz neu in die Angst verfallen, könnte das auch sein? Ja, das sind solche Überlegungen. Die geistige Welt sagt zu uns,
Wenn irgendwas da ist, was dir Angst macht, dann geh in deine Mitte. Das heißt also, nimm einen tiefen Atemzug und sag erstmal gar nichts, gar nichts. Bleibe einfach in deiner Mitte und schaue, was dein Herz, was deine Liebe, was dein Gefühl zu dir sagt. Und das ist das, was wir immer tun sollten, was wir möglichst oft tun sollten, einfach um auch in der Verbundenheit mit dem All-Einen zu bleiben, in unserer Seelenenergie zu bleiben. Das ist der Weg, den uns die geistige Welt vorschlägt. Und dafür werden wir jetzt auch zusammen eine wunderschöne, tiefgehende Meditation machen, die uns so richtig unsere Seele fühlen lässt, die Zugehörigkeit fühlen lässt und die große Liebe aus Gottes Feldern, die für uns da ist, aus diesen Quantenfeldern der Liebe, mit denen ich mich so gerne verbinde und mit denen ihr euch auch alle verbinden könnt. Und vor allen Dingen die, die bei mir im Webinar waren, wissen genau, von was ich spreche. Denn es ist doch so wichtig, dass wir gemeinsam als Lichtarbeiter den Weg des Lichtes gehen. Und dafür bin ich da, dafür ist auch Smarana da. So, und jetzt werde ich mich einsprühen. Ich nehme nochmal das 7-Chakren-Spray, weil das einfach mich schon von ganz allein in die Mitte bringt. Das ist übrigens auch ein Tipp, wenn jetzt irgendwie mal was im Außen dich sehr durcheinander bringt oder dich ärgert und du aus deiner Ruhe kommst, aus deiner Mitte kommst, nimm einfach das 7-Chakra-Spray und schon wirst du spüren, wie es dir besser geht. So, wir machen einfach eine Meditation, gesprochen mit den Worten meiner Seele, und ich darf dich ganz herzlich einladen, dich dabei fallen zu lassen und zu fühlen. Smarana, liebe Menschen des Lichtes, Smarana, liebe Menschen der Liebe, liebe Herzensmenschen und alle, die heute hier sind, voller Freude begrüße ich euch, denn die Energien steigen bereits an und sie laden uns förmlich ein, uns für die Liebe zu öffnen. Und so beginnen wir jetzt, das Licht der Liebe einzuatmen und uns mit diesem Licht zu verbinden, dieses Licht der Liebe in unserem Herzen zu spüren und mit jedem Atemzug uns ein wenig weiter auszudehnen. Und vielleicht spürst du dabei, wie es ganz still bei dir wird, wie du das Geräusch deines Atems hörst, den Herzschlag wahrnimmst und dieses besondere, feine Geräusch, was eigentlich gar kein Geräusch ist, was dir aber zeigt, dass die Stille bei dir ist. Diese Stille, die dich jetzt umarmen möchte, um dir zu sagen, alles ist gut. Gottes Liebe ist bei dir. Und so nimm einen tiefen Atemzug und lass dich in diese Energie hineingleiten. Erlaube dir, die Kontrolle loszulassen und dich einfach hinzugeben in diese wundervollen Energien deines Herzens und deiner Seele. Und wenn du nun versuchst, mit deiner Aufmerksamkeit hinter deine Augen zu gehen und dadurch ganz präsent in deiner Mitte bist, und spürst, wie sich deine Energie zentriert,
wie du spürst, welche Kraft in dir liegt. Und du jetzt das Gefühl hast, dass der Weg, den du gehst, der richtige Weg ist. Oder dass du das Gefühl hast, dass du vertrauen kannst, dass dich deine Seele führt, dass es dich dahin führt, wo es für dich wichtig ist zu sein. So lege nun beide Hände auf dein Herz und spüre die Wärme deines Körpers, spüre die Stille und die Nähe deiner Seele. Und vielleicht magst du mit deiner Seele sprechen. Deine Seele ist ganz nah bei dir. Dein Bewusstsein verbindet sich nun mit deiner Seelenweisheit. Und alles, was du jetzt wahrnimmst, sei es eine Farbe, ein Gefühl, ein Bild, ein Schriftzug, eine Zahl, ein Wort, einen Satz oder einfach nur das Wissen, dass etwas so ist, wie es ist. All das ist wichtig und eine Botschaft von deiner Seele. Und so gebe ich dir ein wenig Zeit, damit du so viel wie möglich empfangen kannst. Und wisse auch, dass jetzt dieser Moment, in welchem du dich befindest, dass dieser Moment dein Herz stärkt, deine Energie stärkt, dich kräftig macht, durch die Zeit hindurch zu gehen. Und so beginnt deine Seele zu schwingen und jetzt zu dir zu sprechen. Nachdem du die Botschaft deiner Seele erhalten hast, richte deinen inneren Blick hinauf in das Universum, in die Mitte des Universums und verbinde dich mit Gottes Liebe. Spüre den goldenen Strahl der Liebe, welcher dich nun berührt, welcher deinen ganzen Energiekörper mit goldenem Licht anfüllt und dich kräftigt und schützt. Der himmlische Chor ertönt, die Engel beginnen zu singen und du spürst die Verbundenheit zu dem All-Einen, zu allem, was ist, und weißt ganz genau, dass du niemals alleine bist. Und so danke deiner Seele, dem All-Einen, den Engeln, dem Universum, für all das, was gerade geschehen konnte. Bewege Hände und Füße und komme langsam wieder in das Hier und Jetzt zurück. Nimm einen tiefen Atemzug und spüre die Befreiung, wie sie sich in dir ausbreitet und die Kraft, die große Kraft, die jetzt in dir liegt.
und lächle, lächle vor Freude. Denn du weißt, du wirst deinen Weg gut beschützt im Licht der Liebe weitergehen. Ich danke euch sehr, dass ihr mit mir diese Meditation gemacht habt und dass ihr in euch dieses Wissen tragt. Alles wird am Ende gut. Ich verabschiede mich jetzt von euch mit einer Herzensumarmung. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal und denke dran, meinen Kanal zu abonnieren und zu liken und zu teilen, wenn dir diese Meditation gut gefallen hat. Alles Liebe, bis bald.